Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Nach dem Brand im Aufnahmezentrum Moria auf Lesbos rückt nun das Camp Lipa in Bosnien-Herzegowina das Schicksal vieler Menschen in den Vordergrund. Nicht nur durch die mediale Aufmerksamkeit stehen sie im Fokus, sondern vor allem durch ihre große Not, zum Teil ohne Dach über dem Kopf an der bosnisch-kroatischen Grenze auszuharren, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa. Nordrhein-Westfalen ist sich seiner humanitären Verantwortung bewusst. Die Landesregierung hilft und unterstützt, wie und wo sie kann. Als Christdemokraten unterstützen wir diesen Kurs. Wir schauen nicht weg. Allerdings müssen wir uns an den Realitäten orientieren. Moria in Griechenland liegt innerhalb der europäischen Grenzen, Lipa außerhalb. Allein deshalb ist eine andere Herangehensweise notwendig. Bosnien-Herzegowina ist kein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Deshalb kann die EU, können wir als Europäer die bosnische Regierung nur im Auge behalten. Ja, wir müssen es. Wir bieten unsere Unterstützung an, können aber nur gemeinsam handeln. Und das ist keine Floskel, das ist der einzige Weg. Eine starke und laute Stimme Europas hilft mehr als eine einzelne Stimme. Mehr als eine Stimme eines einzelnen Staates oder gar eines Bundeslandes. Deshalb ist es richtig, dass die EU seit 2018 Bosnien mit fast 90 Millionen Euro unterstützt. Die EU hat 3,5 Millionen Euro an Direkthilfe für das abgebrannte Camp bereitgestellt. Diese Hilfsgelder müssen aber auch dort ankommen, um dort zu helfen, wo sie benötigt werden. Die Mittel müssen vor Ort ausgegeben werden, um eine menschenwürdige Unterbringung zu ermöglichen. Die EU muss deshalb wachsam bleiben, was die Behörden vor Ort unternehmen. Meine Damen und Herren, wir sprechen von 1400 Menschen, die Camp Lipa im Dezember bewohnt haben. Nicht alle davon werden ein Anrecht auf Asyl in der Europäischen Union und in Deutschland haben. Der Antrag der Grünen differenziert hier gar nicht. Der Hinweis auf ein geordnetes Asylverfahren bedeutet für uns als CDU aber vor allem, dass man rechtsstaatliche und korrekte Verfahren durchführt. Das heißt auch, die Kommunen im Bündnis Sichere Häfen können diese Verfahren nicht umgehen. Ihre Hilfe ist ehrbar, aber die Verteilung von Flüchtlingen obliegt nicht den Kommunen. Wir alle können davon ausgehen, dass Minister Stamp für NRW im Bund Hilfe anbietet, wo diese gebraucht wird. So wie bereits im Falle Morias im Übrigen auch. NRW steht an der Seite des Bundes. Wir sehen, wie auch die Grünen in ihrem Antrag, dass wir helfen müssen. Wir sehen diese Hilfe aber zunächst vor Ort in Bosnien. Dort müssen menschenwürdige Verhältnisse herrschen. Das ist unumstrittener Konsens. Der Weg nach Europa aber kann nur durch reguläre Verfahren erfolgen. Verfahren, die auch von dort aus laufen können. Das schließt eigene Landesaufnahmeprogramme aus. Als Christdemokraten, als Gründungspartei Europas, wollen wir dabei europäisch vorgehen. Das hat nichts mit Abschottungspolitik zu tun, sondern mit dem Respekt vor den Grenzen Europas. Nur so können wir die Glaubwürdigkeit Europas bewahren. Sollte es zu Pushbacks kommen, müssen wir als Europäer an der Stelle genauso alarmiert sein und in diesen Fällen auch auf die kroatische und griechische Seite blicken. Als CDU begleiten wir eine langfristige EU-weite Migrationsstrategie. Ich persönlich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Ratspräsidentschaft dieses Thema wesentlich stärker vorangebracht hätte. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Klocke? Keine Zwischenfrage, bitte. Nichtsdestotrotz muss jetzt schnellstmöglich weitergearbeitet werden, um den Menschen vor Ort gerecht zu werden. Den Antrag der Grünen lehnen wir ab. Vielen Dank.